Dann wollen wir doch mal zur Miss Kogawa. Und der guten Dame berichten, dass wir mit dem Besen halbwegs umgehen können. Willkommen zurück. Ja. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin Ja, ich wieder, ich habe alles Professor. Hammern durchgefegt. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. The fuck? Okay, das ging. Arresto Momentum. Neuer Zauber freigeschaltet. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch. Arresto Momentum. Sehr gut. Weiter so. Okay. Gut, wunderbar. Dann haben wir das schon mal gemacht. Was ist denn? Ja gut, Allraune habe ich ja noch nicht. Daedalische Schlüssel. Finde den daedalischen Schlüssel im Astrum. Was? Wenn ich mich umsehe und gut hinhöre. Im Astrolabor, im Astrolobium. Ist doch bei der. Das ist ein komischer Stab. Was ist das mit der Eule? Wesentlich gut. Mein Stab ist ein bisschen krumm. So, jetzt will ich mal gucken, was macht denn das Outfit theoretisch? Okay, wir haben nicht. Ich würde gerne echt mal wissen, ob man irgendwann. Mehrere. Astronomieflügel. Astronomieturm. Den Schlüssel im Astrolobium wurde mir gesagt. Ich mich genug umhöre. Im Astronomieturm. Der ist also hier oben. Ein daedalischer Schlüssel, wohin der mich wohl führt? Ah, den muss ich gar nicht sammeln, den muss ich nur hinterher rennen. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Ja. Er ist gerade den Schlüssel verprügelt. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Diese Münze war wohl, ist wohl die Bezahlung zu Nellys Diensten. Wer weiß, was die mir anbietet für die Münze. Aber mit dieser Münze hast du mein Herz gewonnen. Melde dich beim Abschlussball. Entschuldigung. Ich kann's einfach. Warte mal. Confrito! Lazio! Accio! Lumos! Impulso! War das nicht irgendwie.
Überlegen. Das muss man halt sich alles echt merken, ne? Das hat jetzt nichts gebracht. Levioso, arresto momento. Ah, Levioso. Das ist Kampf. Levioso habe ich schon. Okay. So, wo ist denn die gute Nelly? Wo ist die Kleine dann hin? Guck mal, wie die Geister tanzen. Das ist doch schön. So. Das hast du aber auch nur bei der PlayStation. Dass wenn du eine Tür betrittst... Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ja, konnte ich. Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Aha. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Machen wir doch mal. Nur Ladebildschirm und dann let's go. Muss mir mal eine Speicherkarte für meine PlayStation holen. Ich hatte zwar eine, aber die habe ich in meinem PC eingebaut. Aber aktuell ist mein Speicher noch okay. Also dementsprechend hält sich das alles in Grenzen. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit am Durchrennen bin. Aber auf der anderen Seite können wir durch Hogwarts auch mal ein bisschen durchrennen. Warum nicht? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont, sagt die Gute immer. Das ist doch schön. Bier. Habe ich jetzt gerade die Birne gekitzelt? Wenn man die Birne auf dem Silbern, auf diesem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Zugang zu den Küchen von Hogwarts freigibt. Aha. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Revelio. Entschuldigung.
das eine normale Truhe oder ist das so eine Augentruhe? Drachenaugenbrille. Ernsthaft. Zum Glück kann ich das Erscheinungsbild ändern. Komm, nehmen wir mal die Harry Schwanz und Fotzenpotterbrille. Revelio. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Bis jetzt. Ich habe gerade Ratten im Hintergrund gehört. Ratten haben in der Küche nichts zu suchen. So macht man also Butterbier. Ich finde den Namen alleine schon komisch. Butterbier. Oh, im Gemeinschaftsraum kann ich doch nicht rennen. Doch, kann ich. Rivet. Warum war die Treppe jetzt? What the heck? Das ist meine Haustruhe. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Lol. Ist klar. Das ist eine Quest, die wir vielleicht irgendwann mal machen. Sprich mit Galvin Moon. Galvin Moon, der Hausmeister von Hogwarts, möchte mit mir über was sprechen. Ich sollte mich in der Halle mit ihm treffen. Alle Humora. Ich glaube, das könnte interessant werden. Ich muss mal ein paar Wegpunkte freischalten. Das machen wir jetzt. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh, die ist super. Ich finde die klasse. Ja, die ist immer sehr heiter und hat einfach, die hat einfach Lebensfreude. Jetzt will ich nur mal gucken, wo das nächste Ding ist. War ich hier schon? Konnte ich ein Disfekt... Wollte ich denn das verkackeiern? So, was haben wir denn sonst noch? Nee, das passt. Das passt erstmal. So,
Eine Nacht auf dem Hausflur kann man mal machen. Warum eigentlich nicht? Leviose! Lazio! Confringo! Okay. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich bisschen, hatte ich ja gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Dann hau raus. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Okay. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Leviosa! Arresto Momentum! Ja, aber wie? Akio! Confring! Defini! Akio! Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Na seit dann. Jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Einem Demigeist. Diese Statuen sind Demigeist. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb okay. brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Ja. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben Ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Na klar. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Okay. Gut.
Alohomora. Hallo. Hä? Mit L und R um die Funktion. Funken zu bewegen, die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich die benutzen soll. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann die Funken bewegen, ja, aber hier steht nicht, wie die Dinger... Schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Ah, okay. Alohomora. Muss es also halten. Das hätte man einfacher machen können. Das hätte man freundlicher machen können, weil...